Ja, so, es ist also da. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal das Telefon mit und wir gucken mal, ne? Da ist ein Riesenpaket. Ey, alter Schwede, haben die den ganzen Computer mitgeschickt oder was ist das? Ich weiß jetzt zwar noch nicht so ganz, wie ich das hier am besten bewerkstellige mit dem Telefon in der Hand, aber ich werde es jetzt einfach mal losschneiden und beim Rausholen mache ich das Ding dann mal wieder an mit der Aufnahme, ne? Bis gleich. Tja, holy moly, würde ich sagen. Ein Riesenteil, ne? Megamäßig verpackt. Einmal kurz Rundumgang. Ihr wisst gar nicht, wie ich mich gerade freue. Ihr wisst das einfach nicht. Ich gehe kaputt. Okay, ich mach mal weiter. Tja, also wenn das nicht mal mega edel verpackt ist, dann weiß ich auch nicht. Dann fällt mir auch nichts mehr ein. Ich meine, guckt euch das mal an. Hammer. Hammergeile Verpackung. Und da ist sie. HTC Vive. So, der nächste Schritt wäre, hier ist direkt der Plan. Dann schauen wir mal. Da 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 da. Oh yeah. Mal gucken. Was wir so machen. Ja. Eine Vive. Da ist das Baby. Ne? Kabel und so ein Gedöns, alles dahinter. Die beiden Lighthouse-Boxen. Auch richtig sexy. Und natürlich die beiden Controller, ne? Also von der Verpackung her, ich glaube, sowas Edles habe ich noch nie gesehen. Aber sowas ist dann wieder ein typisches Premium-Produkt, ne? Wahrscheinlich bezahlst du wieder 50, 60, 70 € nur für die Verpackung. Ich habe keine Ahnung. Normalerweise halte ich da nicht viel von, wenn ich ganz ehrlich bin, weil Hauptsache das Ding funktioniert, ne? Das ist ja eigentlich das Wichtigste. Aber sieht natürlich schon schick aus, ne? Gut. Ich mach mal einfach mal weiter, ne? So, dann nochmal alles in seiner gesamten Pracht. Jetzt ist alles ausgepackt. Machen wir mal einen kleinen Schwenk darüber. Ja, da habe ich gleich einiges zu tun, würde ich sagen. So, dann wünscht mir mal viel Spaß, würde ich sagen, ne? Wir hören uns dann in 3 Wochen oder so, wenn ich fertig bin. Okay, macht's gut. Bye bye.